Geschenkpapier und andere bunt gemusterte Bögen. Doch Biene Brändle packt keine Päckchen ein, ganz im Gegenteil. Aus dem, was sonst Verpackung ist, gestaltet die Dekokünstlerin nicht nur Mitbringsel, sondern auch ganze Möbelstücke. Ich habe hier ganz viele verschiedene schlichte Gegenstände aus Holz. Ein ganz einfacher Bilderrahmen, Dosen und Schachteln, aber auch richtig große Schubladen eines ganzen Apothekerschranks. Und all die Sachen lassen sich ganz einfach verzieren. Und zwar möchte ich Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie man das machen kann. Zum Ersten brauche ich viel verschiedenes buntes Papier. Egal, ob es Geschenkpapier ist, Tapetenreste, alles Mögliche. Wichtig ist hierfür auch Holzleim. Aber für die zweite Technik ist Holzleim noch viel wichtiger. Und außerdem brauche ich da ein bisschen Farbe und Lack. Aus diesen Materialien macht Biene heute echte Einzelstücke fürs Wohnzimmer oder auch zum Verschenken. Zuerst umfährt Biene die Konturen einer kleinen Schublade auf dem Papier. Die Vorlage bringt sie mit Cuttermesser und Schere in die richtige Form. Jetzt werde ich das Papier auf die Fronten kleben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe herausgefunden, dass Holzleim super funktioniert. Das heißt, ich werde die Front mit Holzleim bestreichen und zwar ganz regelmäßig mit einer Pappspachtel. Und das hat den Vorteil, dass das Papier sich nicht wellen kann und bombenfest hält. Eine Flasche Holzleim gibt es im Baumarkt oder Bastelgeschäft für rund 7 Euro. Sie können auch Tapetenkleister verwenden. Dabei besteht aber die Gefahr, dass das Papier aufweicht. Die kleinen Schubladen sind schon fertig beklebt. Die lasse ich jetzt noch kurz ein bisschen trocknen, bevor ich sie überlackieren werde, damit es richtig schön haltbar und abwischbar wird. Also mache ich mich gleich mal an die großen, die werden nämlich auch richtig schön bunt. Und ich habe noch einen kleinen Tipp, wer keine Tapetenreste zu Hause hat und sich schwer tut, Geschenkpapier in den passenden Farben fürs Wohnzimmer zu finden, der kann sich auch ein Buch kaufen. Es gibt nämlich Bücher, da sind chinesische Muster drin, indische Muster, was man will. Die kann man sich ausdrucken, am Computer bearbeiten oder kopieren und kann sich es ganz genau passend machen. Die großen Schubladen gehören zu einem Apothekerschrank, den Biene für ca. 100 Euro im Möbelhaus gekauft hat. Das Kiefernholz findet die Dekokünstlerin langweilig. Da muss Farbe dran. Mit Papier beklebte Schubladenfronten sind natürlich sehr, sehr empfindlich. Vor allem, wenn man selbstgemachte Tintenstrahldrucke verwendet, da würde ein einziger Wassertropfen alles kaputt machen. Deswegen werde ich die Fronten überlackieren. Hier habe ich einen extra dickflüssigen Hochglanzlack. Der Vorteil dieses Lacks ist, dass er die Farbe nicht verwischt und sobald der Lack getrocknet ist, ist es absolut wasserfest. Hochglanzlack gibt es im Bastelladen für ca. 8 Euro pro Dose. Ein Anstrich genügt, denn der Lack trocknet schnell und wird extrem hart. Positiver Nebeneffekt? Er verhindert, dass das Papier vergilbt. Klar kann man auch Bilderrahmen oder Schachteln mit Papier bekleben, aber mit Holzleim lässt sich noch was ganz anderes gestalten. Und zwar werde ich direkt aus der Flasche Muster aufs Holz auftragen und das getrocknete Leimrelief wird nachher noch mit Farbe gestaltet. Mit dem Holzleim können Sie nicht nur Muster malen, sondern auch etwas schreiben, Geburtstagswünsche zum Beispiel. Entweder frei Hand oder einfach mit dem Bleistift vorzeichnen. Einen kleinen Nachteil hat die Leimtechnik allerdings. Es ist nichts für ganz, ganz Ungeduldige. So wie der Rahmen jetzt ausschaut, muss ich ihn schon eine Nacht liegen lassen, bis ich weitermachen kann. Das erkenne ich daran, dass der Leim dann richtig transparent rausgetrocknet ist. Das schaut dann so aus. Und das Leimrelief kommt am schönsten raus, wenn ich zweifarbig drüber gehe. Das heißt, ich grundiere alles in einer Farbe und dann streiche ich nochmal ganz leicht mit einer zweiten Farbe drüber. Biene benutzt dafür ganz normale Acrylfarbe. Achten Sie darauf, nach der Grundierung die zweite Farbe nur ganz dünn über das Relief zu streichen. Je nach Farbkombination wirkt das Ergebnis mal flippig, mal edel und antik. Könnte eigentlich auch ein nettes Stück vom Flohmarkt sein, aber es ist gerade eben neu gemacht. Jetzt freue ich mich drauf, da Bilder reinzutun, vor allem aber auch Sachen in meine neue Kommode einzuräumen. Die beiden Techniken eignen sich genauso gut, um Dosen oder Schachteln zu verzieren. Und das Beste daran, kleiner Aufwand, große Wirkung. So einfach lässt sich aus einem günstigen Standardmöbel ein echtes Unikat machen. Und wer es nicht so ganz bunt und zusammengewürfelt wie ich mag, der könnte sich zum Beispiel auch ein großes Fotomotiv nehmen und das über alle Schubladen drüber ziehen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.